Hallöchen, meine lieben Freunde, und ein geiles Willkommen zu einem weiteren Adventskalender. Budum! Ja, heute Folge 13, würde ich sagen. Auch wieder so ein Nachzügler-Video. Ein bisschen Spacken machen. Gute Laune haben und so, ne? Nein, so, Hallöchen, Leute. Wir sind wieder hier am Start, würde ich sagen. Und ja, was geht heute ab? Und zwar, ich hatte vor einem Jahr mal ein Video auch gemacht in demselben Format. Wow, 203 schon. Flotti Karotti. Da muss ich mal gerade mal schauen hier. Oh, neue in der Guild. Gekickt worden. Neue in der Guild. Ah, okay. Also hier läuft es momentan. Ich bin, ja, zwar nicht so aktiv, aber es läuft. Ja, man sieht auch Gildenpunkte mäßig, alles easy. Ja, worauf ich hinaus wollte. Vor einem Jahr habe ich mal in diesem selben Format auch ein Video gemacht, wo ich halt euch gefragt habe, was gefällt euch an mir, also an dem Kanal jetzt selbst, an dem Konzept, was gefällt euch nicht so gut. Und ja, das frage ich dieses Jahr wieder. Ich meine, es sind sehr, sehr viele Leute neu dazugekommen. Und vielleicht gibt es ja da einige Sachen, die wo ihr sagt, so, ey, das kannst du ja vielleicht mal verbessern. Oder sagst du, nee, ich finde das gut, mach weiter so, dies, das. Also, ey, bleib mal locker hier, Mikrofon. Also, ich kann ruhig sagen, ey, du bist ein Arschloch. Verpiss dich. Mal sagt, was ihr wollt. Haut einfach mal so ein kleines Feedback für mich raus, damit ich vielleicht fürs nächste Jahr mal mir was anderes überlegen kann, ob ich meiner, also ich werde jetzt irgendwie nicht an meiner Art irgendwie was ändern, aber vielleicht vom Videostil, wie ich den ganzen Shit hier rüberbringe, so, wisst ihr, wie ich meine? Also auf jeden Fall gefällt mir es richtig gut, also wenn ich jetzt an letztes Jahr denke, habe ich nicht so viele Kommentare bekommen als für dieses Jahr. Dieses Jahr war einfach so en masse viele Kommentare und es war einfach ein unbeschreiblich geiles Gefühl, so viele Kommentare von so vielen verschiedenen Leuten zu lesen. Vor allem dann auch noch für mal, ich bin dann, hab ja noch meinen privaten DMO-Account, ne, meinen Sheradox-DMO da, wo ich halt jeden annehme. Ist mir fuck egal, aus welchem Land, welche Region, welche Religion, ich nehme alles an. Ich habe auch schon mit Leuten aus Australien, Brasilien, whatever, geschrieben. Und es macht mir wirklich riesen, riesen Spaß, dass ich so viele Leute kennenlerne, auch von aller Welt. Und dass die Leute mich halt auch durch die Videos kennen. Das soll jetzt nicht irgendwie heißen jetzt so, du bist voll der Fame-Geile, denkst du jetzt auch nur, weil du da ein paar Klicks hast. Nee, das war eigentlich für mich der Grund, diesen Kanal zu eröffnen. Weil ich bin so ein Mensch, ich bin immer froh, wenn ich mehr Leute in meinem Leben kennenlerne. Und durch die DMO-Zeit, ich spiele ja jetzt schon 3 Jahre fast. 3 Jahre fast DMO und ich habe so viele fucking neue Leute kennengelernt. Ich meine, viele habe ich nicht im Real Life gesehen, ein paar habe ich im Real Life gesehen, aber wenn man das jetzt alle, wenn man die jetzt alle nebeneinander stellt, ist das schon eine riesengroße Menge und ich hoffe, dass ich halt durch meine Videos noch mehr erreichen kann, halt noch so viele Community größer machen kann. Ich meine, ich habe es jetzt schon geschafft, mit Lukas zusammen, ich glaube, 3 oder 4 Gilden jeweils immer mit 50 Leuten vollzukriegen. Ich meine, es waren auch viele dabei, die schon in den vorigen Gilden mit dabei waren, aber wenn man es jetzt rechnet, in einer Gilde passen 50 Leute rein und wir immer mit unserem Hin und Her, ich glaube, 4 Gilden insgesamt und jetzt rechnet man mit 4x50, das sind 200 Leute und wenn man diese 200 Leute halt immer, ne, nebeneinander stellt, dann ist das schon eine riesengroße Menge, die man da zusammengetrommelt hat. Ja, auf jeden Fall macht es mir auf jeden Fall noch Riesenspaß, so viele neue Kommentare von euch zu lesen. Und wie gesagt, diesmal dürft ihr wirklich mal euren ganzen Shitstorm oder euren ganze Liebe, die ihr habt. Ha, gay, nein, no homo. Dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin für alles offen, alles Feedback, was jetzt kommt, immer offen und sowas. Aber wie gesagt, kommt jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Beleidigungen, dann blocke ich sofort. Ich meine, man kann mir schon sagen, ey, pass mal auf, ne? Das ist jetzt nicht so schön oder, ne? Soweit aber jetzt nicht kommen, ey, du kleiner Pisser, bla bla bla, ne? Ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Bisschen noch sich benehmen. Naja, wie gesagt, also ich bin wirklich froh, dass ich euch alle kennenlernen durfte oder beziehungsweise mit euch schreibe oder. Ihr wisst, ey, das ist so der Hammer, was man wirklich durchs Internet erreichen kann und
Ich würde jetzt einfach sagen, ich genug gelabert, genug geschleimt. Haut in die Tasten, schickt mir eure Fragen, Feedbacks, dann würde ich sagen. Sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Tschüss!